Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Mario Party Let's Play Show, whatever. Wir spielen immer noch Vergessene Bucht, wie ihr das wunderschön seht. Und wir gehen zurück zum Spiel, wo Yoshi gerade sich wieder aufgerichtet hat, nachdem er gestorben ist. Ja, und ich habe 9 gewonnen. Juhu, ich laufe oben lang, oben. Verdammt, eins weg. Bling! Entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht. Ja, da oben kann man damit nicht losfahren. Werde ich jetzt. Ich wollte es lesen. Ich wollte es auch lesen. Ich habe versucht zu lesen. Es war nicht schnell genug. Oh, es ist es war nicht schnell genug? Mit dem Lesen. Achso. Ist das Julian? Ja. Danke. Es ist geil, wie gut es funktioniert, seine eigenen Sprachfehler zu kaschieren. Hallo und willkommen bei Rowdy River Rafting. Da kann man also mit einem Floß runterfahren. Und man wird abgeschossen. Entweder man wird getroffen und landet woanders, oder man wird nicht getroffen und landet dann woanders. Also aber, ne? man fährt runter zu der Feld, wo man den Stern bekommt. Was für ihn sehr logisch ist, weil er nur 13 Münzen hat und gar keinen Stern kaufen kann. Und man wird währenddessen mit Bowser beschossen, wenn man Glück hat. Mit Bowser beschossen? Von Bowser beschossen. Wenn man Glück hat, kommt man durch und behält seine restlichen Bewegungspunkte. Wenn man Pech hat, bekommt man halt keine Bewegungspunkte mehr, weil man getroffen wurde. Und einem werden 5 Münzen abgezogen. Er hat Glück. Na. Aber er kann sich immer noch keinen Stern kaufen. Weil er das Geld für das Rafting ausgegeben hat. Aber es dreht sich trotz. Ah, nee. Halt, danach hat man keine Bewegungspunkte mehr. Ich hab gedacht, danach hat man noch welche. Ich konnte mich danach noch bewegen. Keine Ahnung. Oder es hat bei ihm genau gepasst, glaube ich. Ja, vermutlich. Aber ich bin da dran. Übrigens, als Info hier, die Boote drehen sich eben, wenn jemand da entweder einen Antistern oder einen Stern erhält. Der Antistern, den bekommt man von Bowser, das bedeutet, dass einem ein Stern abgezogen wird, oder wenn man keinen Stern hat, 20 Münzen, weil der Stern ja 20 Münzen kostet. Und wenn man halt zu Donkey Kong kommt, dann kann man da einen Stern kaufen. Ja, so wie ich jetzt. Genau. Und wenn man aber sich keinen Stern kaufen kann und zu Donkey Kong kommt, dreht sich danach das Schiff trotzdem. Einfach weil Donkey Kong einen zum Start zurückbringt, wie man gleich sehen wird. Und deswegen muss logischerweise das andere Schiff an seine Stelle. Wieso jetzt nicht einfach Bowser auf Donkey Kongs Schiff mit seiner Kanone schießt? Ich mag dieses Geräusch, wenn Sterne kommen. So. Aber auch dieses Blong, wenn der Stern so auftaucht. Also Blong. Also Blong. Ist viel tiefer, es klingt bling, es ist ein Blong. Okay, das war gruselig. Ja. Es hat sich schon in meinen Ohren schreckt angehört, dann müssen die Zuschauer jetzt alle weggeschaltet haben. Also, falls sie Zuschauer haben. Weggeschaltet, vor allem, weil das ja im Fernsehen ist, wo man das auf einen anderen Kanal umschaltet, ne? Ja. Internet. Channel eben, ne? Ja, mit der ganzen Werbung auf YouTube ist es fast schon so. Ja. Sie können dieses Video nicht gucken. Gucken Sie erst diesen Werbespot, der 20 Minuten lang ist. Gut, dass das nicht. Gut, dass ich das bei meinen Videos ausgestellt habe. Ja. Verdammt! Also wir müssen uns absprechen. Ja, also es geht hier dabei darum, dass es sind ja 1 gegen 3 wieder und derjenige da oben ist, schmeißt halt nach Bomben unter und man muss halt hinterher schwimmen. Ich gehe nach da. Ja, ich gehe nach rechts. Ach ja, man muss halt zu schwimmen. Das sieht aus wie eine Qualle jetzt. oder wie eine Kaulquappe. Man muss hoch, um Luft zu tanken. Sauerstoff. Und man muss halt aufpassen, dass man nicht getroffen wird. Aber das habt ihr schon gemerkt. Vermutlich. Was macht der da? Nein! Ja, ich habe überlebt! I survived! Aber es hätte nur einer von uns überleben müssen, um zu gewinnen. Ja, aber ich wollte auch überleben. Wir ein Team sind. Yay! Und das wird kommen Münzen. Münzen. Shiny. Shiny. Jetzt ist Nacht. Nacht. Das heißt, hier ist Buhus Haus und bei dem roten Buhu, das kannst du bezahlen. Muss man das bezahlen? Sind da jetzt. Muss man das bezahlen? Und dann klaut es einem was oder das klaut einem so einfach nur was? Das muss man echt ein bisschen bezahlen, ein bisschen löhnen. Also, und dann klaut es einem Münzen. So, ungefähr 12. Ja. Fahr doch mit dem Boot. Ja, mach ich auch. Du weißt schon, dass Bowser da unten ist, ne? Ja,
aber da kommt der andere vor mir hin. Oh yeah. Stimmt. Hört sich spaßig an. Spaßig. Yay. Rasante Fahrt auf dem Floß. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Vor allem, weil das so viele Motoren hat. Und natürlich mein Controller vibriert. Oh mein Gott. Ich mag das, wenn Controller vibrieren. Und natürlich ist jetzt auch niemand, der auf sie schießt, weil ja. Donkey Kong da eben ist. Genau. Nein, weil Bowser da, ja, weil Donkey Kong da hinten ist. Aber Mini Bowser ist jetzt vor mir dran und das heißt, er kommt eher zu Bowser als ich. Und Strategie. Und ihm werden jetzt. Wird jetzt cool abgezogen. Sehr schlimm, dass es sein Vater das mit seinem Sohn macht. Das nennt man Rabeneltern. Ja. Du hast hier gar keine Sterne. Ja, das ist irgendwie Bestrafung dafür, dass er seinem Vater keine Sterne wieder mitgebracht hat, die er für seine Hier, Z-Star, ich mag den, der ist so schön schwarz-grau. Es ist böse. Minus 20. Oh, mein oh schau mal, er liegt am Boden. Oh, und jetzt wird er... Und jetzt zum Start zurückgeschossen. Das ist kein Rabenvater. Das ist Bowser. Bitte, bitte zieh keine Dummscherze. Bam. Es wäre cool, wenn er jetzt so ein Krater wäre. Ja. Aber ich glaube, die Insel wird dann spätestens nach dem zweiten Mal auseinanderbrechen. Ja, dann müsste er ja weg sein, wenn das nicht mehr zu sehen ist. Und dann also, wieder einer kommen, wenn... Ne? Das wäre unlogisch. Also nicht, dass dieses Spiel logisch wäre, aber das wäre unlogisch. Das funktioniert bei Mario und Luigi Partners in Time doch auch. Ja, genau. Spiel mal weiter, ne? Ja, ich bin's nicht geworden. Schneemann! Yay! Es ist ein Schneemann. It's my turn to kill you all. Es ist ein 1 gegen 3er Spiel. Wackelkasten! Yay, Wackelkasten! Verdammt, nein! Wir haben es, glaube ich, schon mal gesagt, aber diese 1 gegen 3er Minispiele sind extrem unfair. Es gibt ein einziges, wo der Einser im Nachteil ist, aber sonst... Yay! Also Minentaucher geht muss noch. Ich muss diesen... Ja, Minentaucher geht noch. Aber nur, wenn man sich irgendwie gegenseitig abspricht, weil sonst, ne, aber, und wenn jemand, wenn CPU da ist, der die Bomben runterschmeißt, weil mit jemandem, der das ernsthaft spielt, ist es wirklich, tut das wirklich weh. Nein. Und dieses Spiel ist einfach unfair. Hallo? Wie der abgeht. Los, lauf, lauf, Baby. Lauf. Vor allem, so, wenn das 5 oder 10 Sekunden wären, dann wäre das noch gerecht. Das ist übrigens auch ein Mini-Bowser. Ja, nicht stimmt. Baby Bowser. Ja, Mini Bowser. Wir waren immer bei Baby Bowser, wir verwechseln das. Das sieht aber ganz anders aus. Ja. Yay! Es gibt dann ja noch Bowser Junior, der dann sein Lätzchen und seinen Zauberpinsel. Ich finde, davon sollte ein Spiel rauskommen. Ich würde mich mal interessieren, wieso der so zwei. Ja, und das heißt dann Bowser Family. Naja, Bowser Juniors Adventure. Also, ich will wissen, woher hat der verdammt nochmal von Igitt diesen Stab und dieses Tuch? Oh, der tauscht mit mir Platz. Ich wollte mir einen Stern holen. So ein Assi-Kind. Aber er hat nicht genug Geld. So ein Assi-Kind. Warum hat er das getan? Um mich zu ärgern. Oh, du kannst mir Buches Zauber gleich mal einsetzen. Für Wissen, ja, stimmt. Habe ich auch zwischendurch gedacht, aber ich vergesse es immer wieder. Komm, mach's jetzt mal. Wie geil. Jetzt, du mit. Mushrooms. Das ist Spaß. Ja. Ich wie Yoshis Zauber sich anhört für mich. Yoshi, Yoshi. Dann machen Yoshi. Wir nächstes Mal, wenn ich Yoshi dann spiele. Nachdem ich gewonnen habe mit Buhu. Aha. Ich bin mir ein bisschen sicher. Aha. Übrigens, hier ist kein Gamecube und auch keine P-Switches zu sehen in der Hütte. Die hat eine andere Einrichtung. Ja, die hat so ein Steuerrad und... Sextant. Ja, ich sehe mich in der Kapselhütte um. Ah, lesen. Ja, Klepp, du kannst Ledergegner. Oh. Oh, das ist mies. Das musst du direkt da vorsetzen, wo man bei. Wo man bei der Wasserfahrt rauskommt. Dafür muss das alles zupflastern damit. Das ist böse. Was haben wir hier? Eine Bomb-Bomb-Kapsel. Halt die Bewegungspunkte. Ich glaube, ich kaufe. Ja. Hurray! Eine super viele Zwarzelle. Nachdem du fertig Tschüss. Bist mit dem Game, Tschüss, machen wir eine kleine Pause. Ja, super. Weil. Also nicht Pause, nur Aufnahmestopp. Stopp! Oh mein so, Leute. Gott, er wollte eine 1 würfeln. Oh mein Gott, wir sehen uns im nächsten Part, wie immer. Ciao!